Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, beim Gang durch die heilige Woche, bei unserem ernsthaften Versuch, Jesus hinterherzugehen und ihm zu folgen, haben uns schon Fragen begleitet. Am Sonntag die Frage Jesu an Judas: Freund, wozu bist du gekommen? Gestern die Frage Jesu an uns: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Und heute steht eine andere Frage auf, wenn wir die Passion nach dem Evangelisten Johannes hören. Ist es nicht merkwürdig, dass diejenigen, die sonst miteinander nichts zu tun haben wollen, die größten Gegensätze, die größten Feinde, die größten Widersacher, die sich alles Mögliche an den Hals wünschen, dass sie in der Stunde der Verurteilung Jesu einig sind? Nun, wir werden vielleicht sagen, aber es ist doch etwas Gutes. Das ist doch großartig. Menschen werden einig. Das hören wir doch auch in der politischen Agenda. Wir müssen Einigkeit schaffen. Wir müssen Vereinbarungen treffen. Hauptsache, wir kommen irgendwie überein. Auch bei den Religionen gilt das. Es hat sicher sein Gutes. Aber es muss uns doch auch nachdenklich machen, wenn wir hier sehen, wie das etwa Lukas berichtet, ganz klar in einem Satz: An diesem Tag, nämlich dem der Verurteilung Jesu, wurden Herodes und Pilatus Freunde. Pharisäer und Sadduzäer, wo einer dem anderen das Weiße unter dem Nagel, sagt man, nicht gönnt. Wir hören das immer wieder in den Evangelien, sind sich in dieser Stunde einig, um sich gleich in der nächsten Stunde wieder zu zerstreiten. Juden und Römer, Unterdrückte und Besetzer, einig. Hohe Priesterschaft ruft vor dem Thron des Pilatus, der römischen Besatzungsmacht: Wir haben keinen anderen König als den Kaiser. Das Fest der großen Einigkeit. Alle sind sich einig. Der Typ da vorne, der muss weg. Der Karfreitag und seine Passion. Christus selber fragt uns, welche Koalitionen wir eingehen, welche Bündnisse wir schließen. Kleine, manchmal ganz kleine. Wir nennen sie dann Kompromisse. Und am Ende sind es die Halbheiten des Lebens. Das geviertelte christliche Zeugnis, Promillbeträge. Unkenntlich, weil wir doch einig sein sollen. Einigkeit um jeden Preis, liebe Schwestern und Brüder. Welchen Preis hat diese Einigkeit, von der wir da hören? In seinem großen Werk Der Herr hat Romano Guardini diesen Gedanken ausgeführt und davon gesprochen: Es ist ein Preis zu zahlen. Es ist der Preis der Wahrheit. Einigkeit, liebe Schwestern und Brüder, geht nicht um jeden Preis. Hier kostet er die Wahrheit das Leben, dem, der von sich sagt: Ich bin die Wahrheit. Haben wir damit noch etwas gemein, noch etwas zu tun? Fühlen wir uns dem noch verpflichtet? Nehmen wir das ernst? Nehmen wir ihn ernst? Geht es überhaupt noch um Wahrheit oder hat jeder so seine? Jeder bastelt sich so seins zurecht. Als hätten wir Jesus Christus in 20 Varianten. Jedem so, wie es gerade passt. Jedem zurechtgeschneidert. Aber es gibt nur einen Christus, liebe Schwestern und Brüder, den, der hier am Kreuz gestorben ist. Nur ihn gibt es. Es gibt nur den Christus, den die Evangelien bezeugen. Es gibt nur den Christus, den die Kirche seit 2000 Jahren glaubt. Es gibt nur den Christus, der gestorben ist und für uns auferstanden ist. Keinen anderen. Und ihn kostet diese Einigkeit,
diese große Verbrüderungsorgie, die da im Hof stattfindet, ihn kostet sie das Leben. Weil man vergessen hat, nach der Wahrheit zu fragen. Ja, die Frage steht auch im Raum. Was ist Wahrheit? Pilatus ist ein guter Zeitgenosse von uns. Viele stellen die Frage und sagen, ja, aber es gibt keine. Du hast deine, ich habe meine. Und wenn wir uns in der Mitte treffen wollen, sagen wir, du bist okay, ich bin okay. Also bitteschön, worum geht denn der ganze Streit? Wir müssen doch gar nicht in die Haare kriegen. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Aber selbst für die, die das sagen, für die großen Relativierer unserer Zeit, für die, die von diesem ganzen Kram, von Karfreitag oder sonst einer Regelung nichts wissen wollen, selbst für die liegt er hier. Selbst für die ist er gestorben. Und wir sollten sie gleich mitnehmen, wenn wir voller Ehrfurcht und Andacht hoffentlich vor den Gekreuzigten treten, um ihn anzubeten. Wir sollten all die mitnehmen, die vorschnelle Kompromisse schließen, um den Preis der Wahrheit. Wir sollten all die mitbringen zu ihm. Denn von seinem Tod, von seinem Kreuz, geht eine Wahrheit aus, die von der Liebe Gottes spricht. Eine Wahrheit, die in dieser Welt aufgerichtet ist und vor der man sich nicht drücken kann. Letztendlich sich niemand drücken kann. Niemand kann vor ihr weglaufen. Niemand kann vor ihr ausweichen. Es mag die ein oder andere Hintertür geben, den einen oder anderen Fluchtweg oder Verdrängungsprozess. Am Ende wird man genau stehen, wie Jesus vor Pilatus, so wir, jeder Mensch, vor der Wahrheit dieser Welt, vor Jesus Christus, der heute am Kreuz ausblutet für uns, der das Letzte gibt, was er hat, sein Blut, seinen Geist, damit wir leben.